Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der 27. April war ein schwarzer Tag für Berlin. Und zwar nicht nur, weil seit fast 22 Jahren erstmals wieder ein CDU-Bürgermeister gewählt worden ist, sondern weil diese Wahl durch die Art ihres Zustandekommens überschattet wurde. Ja, Sie haben es am Ende noch irgendwie hingekriegt, da können Sie sich schon mal für applaudieren, aber ich muss sagen, dass Sie trotz aller Warnungen ohne eine einfache Mehrheit in den dritten Wahlgang gegangen sind, das war wohl ein Fehler. Lieber Rat, ihr habt es zugelassen, dass die AfD jetzt behaupten kann, dass dieser Regierende von Berlin nur dank ihrer Stimmen in seinem Sessel säße. Noch im Februar 2020 hast du, Rat, die CDU hart dafür kritisiert, dass sie sich nicht hinreichend von ihren Thüringer Parteifreunden distanziert haben, die damals zusammen mit der AfD Kemmerich zum Kurzzeit-MP gemacht haben. Zu Recht. Ihr habt der AfD den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Das hat zur Normalisierung der Demokratiefeinde beigetragen. Es ist am Ende völlig egal, ob die Legende, die sie spinnen, wahr ist oder nicht. Ihr habt dafür gesorgt, dass sie diese Legende erst spinnen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nein, bitte keine Zwischenfragen, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe inständig, dass das der letzte Ausrutscher dieser Art gewesen ist und wir als demokratische Fraktion in diesem Haus gemeinsam dafür Sorge tragen werden, dass die Demokratiefeinde keine propagandistischen Landgewinne in diesem Parlament mehr machen werden. Und direkt nach der Wahl hat der neue Senat dann erstmal kräftig das Geld für die eigene Leitungsebene aufgestockt. Weil für die Wirtschaftssenatorin Giffey der Verlust von der Senatskanzlei offenbar schwer zu verkraften war, bekommt jetzt einfach jeder Senator eine kleine Senatskanzlei. Und den persönlichen Vertrauten, mit denen man sich dort umgibt, denen gönnt man ein höheres Gehalt als den Amtsleitungen. Das dürfte der Motivation und der Anerkennungskultur in der Verwaltung wohl eher einen Bärendienst erwiesen haben. Die kleine Koalition aus CDU und SPD knüpft anscheinend direkt dort an, wo sie in den 90er Jahren aufgehört hat, als sie die Stadt als ihre Beute betrachtete und treue Parteifreunde mit gut dotierten Posten in der Verwaltung und den öffentlichen Unternehmen versorgte. Es überrascht also niemanden wirklich, dass es jetzt eine Spende aus der Immobilienbranche ist, die für Wirbel sorgt. Der Bauunternehmer Gröner war offensichtlich besorgt angesichts einer da niederliegenden und einflusslosen CDU. Und um sie aufzupäppeln, leistete er zum einen aktive Wahlkampfunterstützung, indem er ihr gestattete, am Steglitzer Kreisel wochenlang und kostenlos Wahlwerbung aufzuhängen. Und zusätzlich griff er auch noch tief ins Portemonnaie und spendete der CDU mit ihrem neuen Vorsitzenden Kai Wegner üppige 820.000 Euro. Ob damit politische Forderungen verknüpft waren und die Spende somit illegal, darüber haben sowohl Wegner als auch Gröner seither immer wieder widersprüchliche Aussagen gemacht. Und das prüft jetzt die Präsidentin des Bundestages. Aber das liegt nicht an mir, das zu beurteilen. Aber wenn Sie, Herr Wegner, verkünden, in Berlin gelten Gesetze und Regeln und an die müssen sich alle halten, dann sollten Sie noch heute die 820.000 Euro zurückzahlen, um klarzumachen, dass das für den ersten Bürger Berlins auch als allererstes gilt. Also Sie sind jetzt 4 Wochen im Amt und haben sich schon allerlei Patzer geleistet. Da muss man sagen, eine Schonzeit von 100 Tagen kann sich Berlin nicht leisten. Was Berlin jetzt braucht, ist Solidarität und Zusammenhalt, einen sozialökologischen Umbau, eine resiliente Daseinsvorsorge und die Stärkung der Demokratie. Für einen solchen Politikansatz steht die Berliner Linke und ich bin überzeugt, dass es in dieser Stadt für diesen Ansatz auch progressive Mehrheiten gibt. Man muss sie eben nur nutzen. Bovenschuld ist das in Bremen jetzt gelungen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Versprechen einer funktionierenden und verlässlichen Verwaltung war ja der große Wahlkampfschlager. Da wurde dann gerne das Narrativ vom links-grün versifften Moloch bedient, in dem nichts funktioniert.
Aber der Bankenskandal, der unserem Landeshaushalt Milliarden kostete, die dann dringend eingespart werden mussten, weil CDU, FDP und Grüne gegen die Einhaltung, für die Einhaltung der Schuldenbremse geklagt hatten, das wird dann in der Erzählung meistens lieber weggelassen. Aber gerade tun sie ja alles dafür, dass diese Erinnerung wieder wachgerufen wird. In den letzten 6 Jahren ist es den R2G-Koalitionen einen gehörigen Schritt weit gelungen, wieder zu investieren in die öffentliche Infrastruktur und in die Berliner Verwaltung. Und Ihnen ist viel Neues dazu jetzt nicht eingefallen. Vieles soll fortgesetzt werden und manches soll irgendwie weiterentwickelt werden. Den Anspruch, dass alle innerhalb von 14 Tagen einen Termin beim Bürgeramt erhalten sollen, den lassen Sie direkt ganz fallen. Jetzt hören Sie doch erst mal zu. Diesen Anspruch geben Sie sich nicht mal mehr. Letztlich beschränkt sich der angebliche Neustart der CDU darauf, dass Sie die Gehälter im öffentlichen Dienst auf das Niveau des Bundes anheben wollen. Na, das klingt ja auch erstmal ganz gut. Aber Sie verschweigen die damit verbundenen Risiken und Nebenwirkungen. Den Finanzierungsvorbehalt etwa. Aktuell gehen die Steuereinnahmen zurück. Sie werden Ihr Versprechen also durch Kürzungen in anderen Bereichen finanzieren müssen. Und zudem ist Berlin bereits aufgrund der Berlin-Zulage auf Bewährung in der Tarifgemeinschaft der Länder. Bei einem erneuten Alleingang droht der Ausschluss aus der TDL mit der Folge, dass das Land dann wieder eigenständig alle paar Jahre Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes führen muss. Wenn man bereit ist, diese Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen, dann sollte man das öffentlich auch klar so benennen. Als Linke haben wir uns seit langem dafür eingesetzt, dass die Beschäftigten bei freien Trägern, die Geld vom Land Berlin erhalten, ebenso bezahlt werden wie ihre Kollegen im öffentlichen Dienst. Rot-Grün-Rot hatte das auch noch fest vereinbart. Davon ist bei Schwarz-Rot nur ein Prüfauftrag übrig geblieben und dieser bezieht sich auch nur noch auf den Sozial- und den Bildungsbereich. Das Prinzip gleiches Geld für gleiche Arbeit muss aber überall gelten, wo öffentliches Geld dazu genutzt wird, Arbeit für das Gemeinwesen in Berlin zu leisten. Ihr Neustart sieht bisher also so aus, dass Sie keine eigenen Ambitionen haben, außer vielleicht mal ein Büro im Roten Rathaus gehabt zu haben. Die Reformansätze knüpfen halbherzig an die rot-grün-roten Regierungsvorhaben an. Und ähnlich sieht es leider auch im Sozialbereich aus. Zur Bekämpfung von Kinderarmut rafft sich Schwarz-Rot gerade einmal zur Zusammenlegung bestehender Maßnahmen im Chancenpass auf. Welche konkret, bleibt völlig unklar. Stattdessen sollen im Chancenbündnis zur Bekämpfung von Kinder- und Familienarmut dann weitere Maßnahmen erarbeitet werden. Das ist aktive Verantwortungsdiffusion. Wir brauchen keine neuen Gremien, sondern konkrete Vorschläge, wie Familien mit geringem Einkommen in Zeiten der Inflation effektiv finanziell entlastet werden können. Und wie ernst Ihnen das Anliegen des Kampfes gegen Kinderarmut tatsächlich ist, das können Sie nachher noch in unserer Priorität unter Beweis stellen. Herr Wegner, es tut mir auch völlig leid, aber ich muss leider noch mal auf Ihren Freund Gröner zurückkommen und auf die Frage, ob seine Zuwendungen mit Forderungen verknüpft waren. Sie selbst haben im Wahlkampf 21 auf diese Frage gesagt, ich zitiere, einen Wunsch hat er geäußert, bitte tun Sie alles, damit es nicht so viele Obdachlose in dieser Stadt gibt. Wer das tatsächlich für eine sozialpolitische Forderung hält und nicht für die schönere Formulierung für räumen Sie den Weg für meine Betonmischer frei, der muss Gröner für einen verdammt schlechten Lobbyisten halten. Denn es sollen ja tatsächlich viele Maßnahmen zur Bekämpfung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit weitergeführt werden, die von Elke Breitenbach und Katja Kipping auf den Weg gebracht wurden. Aber vom Masterplan zur Überwindung der Obdachlosigkeit bis 2030 haben Sie sich verabschiedet. Zumindest findet sich dazu nichts in den Papieren. Stattdessen wieder ein neues Gremium, der Rat Obdachlosenhilfe. Finanzielle Zusagen gibt es nur für Projekte, die dafür sorgen sollen, dass Obdachlose Berlin verlassen. Sehr geehrte Frau Kiesetepe, nur weil es nicht in den Richtlinien der Regierungspolitik steht, müssen Sie ja nicht auf die ambitionierten Ziele verzichten. Ich bitte Sie inständig, setzen Sie den Weg Ihrer Vorgängerin fort und machen Sie Housing First zum Regelprinzip und arbeiten Sie weiter an der Überwindung der Obdachlosigkeit. Wir unterstützen Sie dabei. Und zur Solidarität.
Zur Solidarität gehört eben auch die Ausbildungsplatzumlage. Dieses Wort hat der Regierende ja heute tunlichst vermieden, aber ich erwarte, dass dazu zeitnah was vorgelegt wird. Wir werden an dieser Stelle mit unserem Druck nicht nachlassen und im Zweifel auch einen eigenen Vorschlag dazu vorlegen. Solidarität und Zusammenhalt wachsen durch Vielfalt. Deswegen ist es uns wichtig, Führungspositionen in landeseigenen Unternehmen und in der Verwaltung mit Frauen zu besetzen und den Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte deutlich zu erhöhen. Und man muss sagen, durch die Besetzung der Regierungsbank hat die jetzige Koalition gezeigt, dass ihr das auch ein Anliegen ist. Und das verdient durchaus Anerkennung. Aber für die Menschen mit Migrationsgeschichte in dieser Stadt, die keinen Platz auf diesen Bänken ergattert haben. Und für Geflüchtete läutet Schwarz-Rot härtere Zeiten ein. Die besondere historische Verantwortung Deutschlands für Romnia und Sintize wird überhaupt nicht mehr erwähnt. Und damit entfällt auch die Nutzung landesrechtlicher Spielräume für ein Bleiberecht. Die Landesaufnahmeprogramme für Menschen aus Syrien, dem Irak oder Frauen aus Afghanistan werden nicht erwähnt. Stattdessen wird die Abschiebehaft wieder eingeführt. Berlin ist aktives Mitglied im europäischen Städtenetzwerk Sichere Häfen. Damit geht eine Verantwortung einher. Im letzten Jahr hat Berlin mit der Aufnahme und Versorgung Zehntausender Kriegsflüchtlinge gezeigt, wie aktive Solidarität mit der Ukraine konkret geht. Franziska Giffey hat niemanden aus der Verantwortung gelassen, damit wir diese Aufgabe gemeinsam stemmen. Und so wie sich Kai Wegner in der Vergangenheit immer wieder über Flüchtlinge geäußert hat, ist zu bezweifeln, dass er dieser Verantwortung von Berlin als Sehnsucht und Zufluchtsort überhaupt gerecht werden möchte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Spandauer Koalition aus CDU und SPD fehlt es an einer Kraft, die für die Menschen einsteht, die von der Gesellschaft ausgegrenzt und von der Politik übersehen oder sogar als Problem angesehen werden, das es zu beseitigen gilt. Die Berliner Linke wird nicht aufhören, offensiv für genau diese Menschen einzutreten. Und man muss leider sagen, auch in der Kulturpolitik verschwindet der soziale Anspruch. Keine Festschreibung guter Arbeitsbedingungen in Form von Mindestlöhnen und Mindesthonoraren. Keine Sicherung nicht kommerzieller Freiräume für Kunst und Kultur. In der Corona-Krise ist uns doch gerade erst schmerzlich vor Augen geführt worden, dass es gerade die vielen prekären Beschäftigungsverhältnisse in der Kulturbranche waren, wegen der viele Kulturschaffende damals von einem Tag auf dem anderen vor dem Nichts standen. Das muss uns doch eine Lehre sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Menschen mit geringem und ohne Einkommen sind heute schon diejenigen, die am meisten unter den Folgen des Klimawandels zu leiden haben, sowohl finanziell als auch gesundheitlich. Deswegen gehört zu einer nachhaltigen Sozialpolitik natürlich auch konsequenter Klimaschutz. Verkehrs- und Klimaschutzsenatorin Schreiner hat sich ja gerade vorgenommen, dass Berlin bis 2040 klimaneutral werden soll. Das finde ich richtig gut. Dieses Ziel haben wir uns in unserem Wahlprogramm auch gegeben. Und da arbeiten wir natürlich gerne mit. Allerdings bleibt völlig schleierhaft, wie Sie das angesichts der Richtlinien zur Regierungspolitik erreichen wollen. Es steht nicht eine einzige größere Maßnahme zur CO2-Reduktion drin. Im Gegenteil. Von der Verkehrswende hat sich die Koalition vollständig verabschiedet. Knappe Planungskapazitäten werden auf U-Bahn-Strecken verlegt, die, wenn sie überhaupt jemals kommen, vielleicht so in 40 Jahren. Und andere Netzerweiterungen, die bereits in Planung sind, die werden aufgegeben. Das wird den ÖPNV-Ausbau um Jahre zurückwerfen. Das ist wirklich frustrierend. Der Regierende hat heute kein Wort über den ÖPNV gesagt. Er hat nur über 500 Meter Straße geredet. Klimaneutralität wird man nicht durch die Prüfung des Einsatzes von CO2-reduziertem Beton erreichen. Wer es mit dem Ziel ernst meint, muss auch das Mantra bauen, bauen, bauen hinterfragen. Ja. Ich meine, bevor Sie da jetzt Angst kriegen, vielleicht denkt man mal vor Nachverdichtungen und Flächenversiegelungen über die Nutzung von bestehenden Flächenpotenzialen nach. Zum Beispiel durch Umnutzung leerstehender Bürogebäude oder den Umbau verwaister Shoppingcenter zu Stadtteilzentren. Hier sind innovative Ideen gefragt und ein mutiges Umdenken. Wir liefern gerne ein paar Denkanstöße. Für den sozialökologischen Umbau bedarf es eines deutlichen Investitionsschwerpunktes im Klimaschutz.
Da geht es um energetische Sanierung, Solarausbau, Flächenentsiegelung und natürlich unser Berliner Stadtgrün. Das Sondervermögen Klimaschutz ist eine kluge Idee. Ich meine, wir hatten sie ja auch, ne? Aber ich bin ja froh, dass bei der CDU auch die Erkenntnis reift, dass die Schuldenbremse gerade in Krisenzeiten eine Innovationsbremse ist und dass sie deswegen zulasten der nächsten Generationen geht. Das ist der richtige Weg. Wir werden aber ganz genau darauf achten, dass das Sondervermögen auch zielgerichtet ausgegeben wird. Das ist gut, denn wenn der Finanzsenator Evers der Innensenatorin in der letzten Plenarsitzung zugehört hat, dann hat er sich ja auch vernommen, dass sie das Klima Sondervermögen quasi schon vollständig der Polizei versprochen hat. Ich gehe mal davon aus, dass es da noch Redebedarf geben wird. Für die Linksfraktion ist eine krisenfeste Daseinsvorsorge ein zentraler Punkt progressiver Politik. Insbesondere bei einem nicht vermehrbaren Gut wie Grund und Boden. Dass sie landeseigene Grundstücke jetzt wieder verscherbeln wollen, das steht diesem Ziel diametral entgegen. Das ist so. Und durch die Öffnung der Schulbauoffensive für privates Kapital löst Schwarz-Rot ein Problem, das es überhaupt nie gab. Die Schulbauoffensive kam nicht durch mangelnde finanzielle Ausstattung ins Stocken, sondern wegen fehlender Bau- und Planungskapazitäten. Die Änderung bewirkt nur den Wechsel zu einer renditeorientierten Bauwirtschaft, statt die Schaffung eines guten Lernumfeldes zum Ziel zu haben. Während Bausenator Geisel letztes Jahr ja noch versucht hat, die privaten Immobilienunternehmen zu einem freiwilligen Mietenmoratorium zu bewegen, ist sein Nachfolger jetzt dabei, sogar die Mieten für die landeseigenen Wohnungsunternehmen zu erhöhen. Die Richtlinien der Regierungspolitik, die setzen ihm dabei keinerlei Grenzen. Und jetzt werden sie vielleicht auf die gesetzlichen Grenzen durch die Mietpreisbremse verweisen. Aber die hat der mietenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Bundestag, Kai Wegner, so entschärft, dass sie völlig wirkungslos ist. Gerade erst hat eine Studie des Berliner Mietervereins das untersucht und sie hat ergeben, dass in 98% der 935 untersuchten Fällen die verlangte Miete zu hoch war. Das ist doch Irrsinn. Da muss dringend was passieren. Unsere landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften unterscheiden sich von privaten Immobilienunternehmen dadurch, dass sie einen Versorgungsauftrag haben. Sie sollen bezahlbaren Wohnraum insbesondere für diejenigen zur Verfügung stellen, die am freien Markt schon lange keine Chance mehr haben. Deshalb haben wir ihnen in der Kooperationsvereinbarung Vorgaben gemacht, wie viele Wohnungen sie an WBS-Berechtigte zu vermieten haben. Bei Schwarz-Rot findet sich dazu nicht ein einziges Wort. Den Bestand an Wohnungen in öffentlicher Hand zu erhöhen, das ist ja richtig. Aber wenn sich die Landeseigenen am Ende genauso verhalten wie private, dann ist doch für die Berlinerinnen und Berliner überhaupt nichts gewonnen. Und um den dringend benötigten Neubau voranzubringen, fällt Ihnen gerade mal ein, dass die privaten Bauherren mehr Förderung und weniger Regeln versprechen. Von der Schaffung landeseigener Baukapazitäten oder gar einem kommunalen Wohnungsbauprogramm, wie wir es vorgeschlagen haben, findet sich nichts. Aber das wäre nötig, damit auch Wohnungen gebaut werden, die für die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner am Ende auch erschwinglich sind. So schnell wie in dieser Stadt bezahlbarer Wohnraum vernichtet wird durch Umwandlung oder Zweckentfremdung, durch Eigenbedarfskündigung oder den Wegfall der Sozialbindung, so schnell kann Ihr Freund Gröner das Tempelhofer Feld überhaupt nicht zubetonieren. Und genau deshalb gab es den Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer gewinnorientierter Immobilienkonzerne. Und grundsätzlich hat sich auch Schwarz-Rot dazu bekannt, den Volksentscheid umsetzen zu wollen, wenn die Expertinnenkommission das für möglich hält. Und danach sieht's ja aus. Dazu habe ich heute irgendwie gar nichts gehört. Faktisch aber wollen Sie dieses Vorhaben auf die lange Bank schieben. Denn an einem konkreten Umsetzungsgesetz soll frühestens gearbeitet werden, wenn Karlsruhe für das Rahmengesetz grünes Licht gegeben hat. Ich will jetzt hier an dieser Stelle nicht darüber spekulieren, was wohl die Qualität eines Gesetzes ist, was von einem Senat erarbeitet wird, der erklärtermaßen diesem Gesetz gar nicht zum Erfolg verhelfen möchte.
Aber ich kann schon mal ankündigen, wir werden gemeinsam mit den Mieterinnen und Mietern Ihnen dabei genau auf die Finger schauen und im Zweifel auch eigene Gesetzentwürfe zur Abstimmung stellen. Darauf können Sie sich verlassen. Wir werden nicht zulassen, dass Sie dieses Vorhaben ganz klein heimlich beerdigen. Denn das wäre eine Missachtung des Willens von 59,1% der BerlinerInnen oder, wie Franziska Giffey es ausdrückt, einer klaren Mehrheit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den vergangenen Jahren viel dafür getan, die Grund- und Bürgerrechte und die Demokratie in Berlin zu stärken. Beispielsweise durch ein modernes Versammlungsrecht, die Einführung eines Bürger- und Polizeibeauftragten und die Stärkung der direkten Demokratie. Und von diesem Kurs verabschiedet sich die Kleine Koalition nun vollständig. Dabei ist das Vertrauen in die Demokratie so wichtig. Innensenatorin Spranger kündigt an, den Unterbindungsgewahrsam auf 5 Tage auszuweiten und Aktivisten zur Abschreckung wegzusperren. Das widerspricht allen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Der Unterbindungsgewahrsam dient der Verhinderung von Terroranschlägen und nicht der Bestrafung und erst recht nicht der Abschreckung. Wenn Sie von diesem Irrweg nicht ablassen, dann werden wir selbstverständlich rechtliche Schritte prüfen. Und die Justizsenatorin fordert die Staatsanwaltschaft dazu auf, die letzte Generation als kriminelle Vereinigung einzustufen, obwohl diese gar keinen Anfangsverdacht sah. Man stelle sich nun mal vor, eine linke Justizsenatorin hätte in einem solch politischen Fall Weisung an die Staatsanwaltschaft gegeben. Ich möchte mir die Reaktion und die Empörung darüber gar nicht ausmalen. Sie behaupten mit diesen Maßnahmen, den Rechtsstaat stärken zu wollen. Aber man muss wirklich kein Sympathisant der letzten Generation sein, um zu erkennen, dass Sie damit das genaue Gegenteil tun. Wenn Sie es aber ernst meinen mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, dann treiben Sie die Erstellung eines Immobilienkatasters voran, bis der Bund endlich mal aus dem Knick kommt. Nur so kann man Geldwäsche effektiv bekämpfen, und da haben Sie uns auch an Ihrer Seite. Und setzen Sie sich für die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe ein, die in der Regel arme Menschen sinnlos in den Knast schickt. Ein erster Schritt könnte die Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein sein. Justizsenatorin Kreck konnte ihre Amtskollegen in der letzten Justizministerkonferenz von diesem Weg überzeugen. Und ich hoffe sehr, dass auf der Justizministerkonferenz, die in diesem Augenblick läuft, Berlin nicht nur den Vorsitz hat, sondern auch weiterhin die Vorreiterrolle. Zur Demokratie gehört, dass die Menschen, die in Berlin leben, auch über die Politik der Stadt abstimmen können. Und da ist es ein Problem, wenn die Stimmen von 23% der Berlinerinnen und Berliner nicht berücksichtigt werden, weil ihnen der richtige Pass fehlt. Es muss landesrechtlich ermöglicht werden, dass alle Menschen an Wahlen teilnehmen müssen. Und selbstverständlich schließt das auch die Menschen im Alter zwischen 16 und 18 ein. Da die CDU ihre Blockade an dieser Stelle ja aufgegeben hat, sollten wir den Ausschluss von jungen Menschen schnellstmöglich beenden. Wir sind dazu bereit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Koalition, Sie haben jetzt durch Ihr Regierungshandeln die Aufgabe, dem Eindruck entgegenzuwirken, dass mit dem Besten für Berlin zuallererst das Beste für Sie selbst und Ihre spendablen Freunde gemeint ist. Ja, das tut immer weh. Es liegt ja an Ihrer Hand. Wie ernst es Ihnen damit ist, das werden die Haushaltsverhandlungen im Herbst zeigen. Da können Sie dann zeigen, was nur schöne Überschriften sind und welche Themen Sie tatsächlich priorisieren. Und die Ausrede, zu wenig Zeit war da, die werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Sie haben 3,5 Jahre. Das ist nicht viel mehr, viel weniger als eine Legislaturperiode im Bund. Berlin kann sich einen Aufschub der dringenden Probleme wirklich nicht leisten. Auf Ihrem Papier steht sozial, innovativ, verlässlich, nachhaltig.
In der Realität heißt das aber scheinbar eher Abkehr vom Sozialen, keine eigenen Innovationen, ambitionsloses Agieren ohne Verlass auf eigene Mehrheiten und eine nachhaltige Abkehr von der Verkehrswende. Berlin braucht aber stattdessen Solidarität und Zusammenhalt, einen entschlossenen sozialökologischen Umbau, eine resiliente Daseinsvorsorge und die Stärkung der Demokratie. Wie das gehen kann, das werden wir Ihnen in den nächsten 3 Jahren zeigen, damit Berlin 2026 wirklich auch wieder das Beste bekommt. Berlin hätte es verdient. Vielen Dank.